ist Andy vom eKiwi-Blog und ich hatte vor kurzem hier mein Netbook vorgestellt und so ein paar Spiele drauf. Ich habe mich da so eher so auf ältere Spiele konzentriert, so Quake 3, Half-Life und auch Left 4 Dead. Jetzt kam noch die Frage, läuft Minecraft? Und ja, das ist eine gute Frage, weil Minecraft ist ja auch bei Windows 10 mit dabei und das schauen wir uns an. Ja, Minecraft hatte ich so ziemlich vergessen bei meinem Spieletest, dabei ist es eigentlich sehr naheliegend, weil es einfach bei Windows 10 mit dabei ist. Es ist ja ein sehr günstiges Netbook hier. Und was natürlich auch ideal macht für so Kinder und Jugendliche, die ja Minecraft doch recht gerne spielen. Ich teste jetzt hier die Windows 10 Edition, die da mit dabei ist. Das ist ja auch nur eine Testversion, habe ich jetzt mal gestartet. Das ging eigentlich schon mal recht flott. Und jetzt spielen wir einfach mal. Ich erstelle jetzt mal eine neue Welt. Ich bin jetzt gar nicht so der Minecraft-Spieler. Okay, neu, zufällig generieren. Jetzt müssen wir so bisschen warten, bis die Spielewelt generiert wird. Ich habe jetzt hier unten habe ich noch so eingeblendet die CPU-Auslastung. Die bewegt sich eigentlich im ganz okayen Rahmen. Und jetzt spielen wir mal die Testversion und wie man sieht, funktioniert es eigentlich sehr flüssig. Also ich denke, Minecraft kann man da problemlos spielen auf dem Netbook. Ja, das war's auch schon. Das wollte ich zeigen. Euer Andy vom eKiwi-Blog.